Diese Kühle, die da draus setzt, ne? Du kannst dein PC sowas von übertakten. Da ist so viel Spielraum nach oben. Aber es ist schon mal gut zu wissen. Dann brauche ich auf jeden Fall, wenn irgendwann mal die Kohle zu viel da ist, mir echt nur ein Intel i7 zu holen. Jetzt wurde langsam. Und kann dann praktisch den alten Kühler und so weiter dafür benutzen. Ist schon richtig geil. Ich hätte eigentlich die Festplatte von meiner Freundin hätte ich bei mir in den Tower klatschen sollen. Und alles, was auf diesen 1 TB Festplatten drauf sind, einfach dann auf die Festplatte ziehen und ihr den 1 TB einbauen. Dead Pirate, wir unterhalten uns mal bei Gelegenheit, weil das alles zu schreiben wäre ein wenig zu viel. Na? Nein, noch eine Mautstelle, wollt ihr mich verarschen? Wo fährst du jetzt hin? Forsch noch eine, geh ich ins Bett, forsch noch eine, geh ich ins Bett. Ich Nach fahre jetzt nach Köln Köln. fährt er. Von Frankreich nach Köln zurück, also Richtung Deutschland. Eine Loche, du musst auch Habe wieder ich nicht, ich einkaufen. habe nur Italien, Österreich, Frankreich, Niederlande, Frankreich. Also nichts wirklich nach Deutschland. Nee, aber ich kann ja noch. War noch nach Rotterdam, wie weit ist das? Ja, das geht, glaube ich. Wobei ich habe jetzt festgestellt, Genau. ich hatte mal 700 Kilometer Strecken, die bin ich innerhalb von, ja, also bin ich schnell durch gewesen. Und jetzt mittlerweile 700 Kilometer Strecken, die ziehen sich ganz schön, ja? Echt? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt Frankreich gewesen, fahre nach Köln, das sollten 756 Kilometer sein. Ich fahre hier gerade schon Ewigkeiten. Warum jetzt? Aber es kommt auch darauf an, was das für Strecken sind. Wenn das jetzt wirklich solche Strecken sind, permanent Landstraße, das zieht sich extrem. Ne, ich bin größtenteils die Autobahn halt. Augen zu Irgendwie. durch. Gut, kommt nichts. Ja, das Ach, ist halt das Loro. geile Net Pirate, ne? Wenn du halt noch Spielraum nach oben hast und irgendwann, wie gesagt, der Geldbeutel was locker sitzt, so, dann überlegt man da echt. Na, ich meine, okay, so, also solange das alte läuft, das habe ich ja mit meinem Rechner da auch gemacht, dann nutze ich daraus auch, ne? Aber hier ist jetzt schön halt zu wissen, dass halt wirklich noch total geiler Spielraum nach oben ist. Lol? Seit wann sind die Hänger auf den Parkplätzen nicht durchfahrbar? Bei manchen ist das so, bei manchen nicht, keine Ahnung. Ich habe vorhin eine Rangierstation gehabt, da konnte ich durchfahren. Keine Ahnung. Nur das Sauhaus. Fährst erstmal volle Und Kanne gegen den Anhänger. ja, wie gesagt, ich hab's nicht mehr so mit vorne. Ich hätte ins Bett gehen sollen. Nimm, häng ihn an und ja. Nee, Dann mach ich stelle ich jetzt noch. irgendwann die Seite. Das mache ich jetzt noch und dann ist gut. Bin ich denn hier Wie weit ist in das? Nels? 350, das geht. Weißt du, was ich überlege? Du hast manchmal Strecken, da sind ja so komische weiße Kreuze am Rand, ne? In Ja. Einbiegungen in Straßen. Ob da vielleicht noch irgendwie Freiraum für Erweiterung gelassen wurden? Nee, das war lang. Die gibt es langsam ganz am Anfang. Die sind dazu da, dass du nicht weiter in die Stadt fahren kannst und so. Oder hört es halt auf, keine Ahnung. Schade eigentlich, weil. Also ein guter Ansatz für Erweiterung wäre es ja, ne? Also dass man sich ja Spielräume gelassen hat. Ja. Es gibt ja noch einen ganzen Haufen Karten, wo ja, so aus, was man da halt noch machen kann, ne? Was Modpacks betrifft, so. Naja. Fahren wir echt hier Euro Truck Simulator lang seit 2000. So schräg. Wirklich mehr Aber am Kohle habe ich nicht besten ist bekommen. das auch, was in Amerika ist, das ist schon nicht schlecht. Moin, Son of G-Dance! Du durch ganz Servus! Amerika da fährst. Ja, wobei guten Abend, eher guten Moin Moin, wa? I really like you. Really like you, come on. Naja, ich bin aber auch mal weg. Okay. Okay, ne, Mach ich wo? noch viel Spaß. Jo, dann Boah, es gute ist nicht mehr, es ist nur noch Nacht. anstrengend, es ist einfach nur noch anstrengend. Gute Nacht. Genau. User left your Wie channel. gesagt, ich bin halt am Überlegen, ob ich gleich pennen kann irgendwie. Ey, da kommen sie alle wieder.
Moin, Red Bull BBS, grüß dich. Ach ja. Moin, moin. Von Flying Uwe, genau. Jo, die gestern bei mir gewesen sind, durch Flying Uwe, ist richtig geil. Komm ich immer noch nicht drüber. Ja, langsam wachen sie alle auf. Ist ja langsam wieder 16:30. Für mich heißt es gleich langsam wieder Abschied nehmen. Wir übertreiben es wiederum, ja. Wir übertreiben es echt. Ja, wobei meine Zeit ist es ja immer so in den Drehen. Normalerweise arbeite ich um die Uhrzeit durch die Nachtschicht. Ah, gut. Ne, und muss dann praktisch auch immer wach bleiben, um die Freundin wach zu machen. Wenn ich es dann nicht vergesse. Ne, so wie die Tage. Ich war nicht vergessen. Ich war nur eher. Ja, bei uns ist es jetzt 4.28 Uhr morgens, also geht auf halb 5 zu, NetBirat. Und deswegen die Leute wachen, ja okay, bei dir wird es jetzt andersrum sein, es geht um die Mittagszeit rum, so, ne? Du denkst jetzt bestimmt schon an lecker irgendwas Geiles zu essen oder sowas. NetBirat, bei uns werden bei uns, NetBirat, NetBirat, was ist so Deutsch und Englisch zusammen, NetBirat, bei uns werden 40 Grad am Samstag. Das wird richtig krass, ja. Ja. Ich überlegt man sich echt wieder so aus der Kindheit so einen Super Soaker zu kaufen, weißt du? Überlege ich jeden Sommer. Überlege ich jeden Sommer. Einfach nur, aber so einen großen, so einen richtig krass großen. Ja, klar. Um den einfach voll ins Auto hinten reinzulegen und wenn mir irgendjemand an der Ampel oder so auf den Sack geht, den einfach voll zu laden. Oder hübsche Frauen oder so, weißt du? Sehr einfach geil. So Knarre raus. Und aber naja. Der Net Pirate, der sitzt in Australien. Also der ist wirklich am anderen. Ja, auf der anderen Seite der Welt da, ne? Und das Schräge ist, ein Kollege von mir, seine Schwester, ist auch nach Australien ausgewandelt, also einer meiner besten Kollegen, und die kommt aus der gleichen Stadt wie NetPirate. Ach, hör auf, wie die geil ist das denn? Doch, die wohnt genau in der gleichen Stadt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja. Aber jetzt, wo ihr gerade hier seid, Leute, wie sieht's denn aus? Buffert der Stream bei euch auch, oder läuft der bei euch? Weil es haben sich eben einige, ja, ich will nicht sagen beschwert, die haben halt erzählt, dass der Stream bei ihnen buffert. Brisbane, Australien. Brisbane, genau. Ich war mit einem Typ da. Der ist Fitnesstrainer. Hat zweimal schon diese Kitmänner, wie heißt die? Kitten in der Fridge wahrscheinlich. Nee, nicht die. Kit, also diese richtig, ja, diese Schauspielerin, ja. Oh. Ist Kidman, glaube ich, oder irgendwie. Ach, sowas. Nicole Kidman, ja. Nicole Kidman. Genau. Sag mal, Romiat, er braucht frische Preise. Ach, eine frische Prise, ach so. Für eine frische langsam verwirrt es einen, ja. Der Hälfte schreibt Englisch, der Hälfte schreibt Deutsch. Denkst du so, hä? Warum eine frische Prise? Das habe ich eben ja, schon Nicole nicht verstanden. Kidman, genau. Die hat auch zweimal trainiert, der Typ. Das sieht aus, da hat ein Körper, das ist so krank. Okay, NetBirat, läuft der Stream jetzt. Okay. Son of G-Dance, gestern lief er kurz nicht so ganz gut, aber gerade alles in Ordnung. Okay. Es hat es irgendwie total unterschiedlich. Ich gehe davon aus, es hat mit den Verbindungsrouten halt teilweise zu tun, dass du gerade den Port zugewiesen bekommst von Twitch. Oder halt nicht, weil anders, ich kann es mir nicht erklären, keine Ahnung. Nee, aber warum denn frische Brise? Verstehe ich nicht. Ich kenne nur steife Brise. Jetzt habe ich heute. Steife Brise. Ja, da war meine Freundin war halt im TeamSpeak drin mit dem doppeltes Risiko. Und da habe ich so ein Kühlungsspray im Kühlschrank gefunden, habe mich vor den Ventilator gesetzt und mir ist die ganze Zeit ins Gesicht geträufelt. Ne? Also, dass der Ventilator mir jetzt ins Gesicht pustet. Und dann kam irgendwann der Spruch von mir so: steife Brise, weißt du? Und dann haben die sich einen Witz draus gemacht, so als würde das neue Highlight immer Seife Brise und sowas. Ah, okay. Ja, natürlich nicht bei mir. Ich meine, kennst du mich alles steif immer, ne? And Net Pirate, I verstehe dich. I verstehe. Ich will das jetzt auch du. And when you go me weiter on the nerve, I put you into the gully, don the Deckel drop and you never come back to the Tageslicht. Ja, wenn ich das I like you höre, muss ich ja mal damals an ICQ denken. Ja, das komische Dings ausgeben, so. I like you. Genau, genau. Oh.
Da habe ich letztens noch so bei Facebook war das ein Thema. Wer von den ganzen Leuten überhaupt noch großartig ICQ benutzt? Das ist ja irgendwie kurz vorm Aussterben. Ja, das gibt's noch. Aber irgendwie finde ich kurz vorm Aussterben, oder? Es gab noch Zeiten, da hat man ICQ Skype vorgezogen. Ja, das stimmt. Genauso wie ich immer lachen muss, Internetprovider. Hast du noch mal irgendwas von AOL gehört? Lol. Kennst du die CDs noch? CDs? Die CDs, die immer im Briefkasten lagen, von wegen hier. Ach so, ja. Von das ging los mit 30 Minuten umsonst und dann irgendwann waren sie auf 30 Stunden oder ja, so. Ja, genau. Oder diese, wie hieß denn diese Software, die es da gab, um einen billigen Anbieter rauszufinden, den es gerade um die Uhrzeit gibt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ah, oh, scheiße, ich hatte mehr. ICQ war cool, sag nicht Surf, halt. Irgendwas mit Surf. Klar war ICQ cool. Oh oh. Nee, aber AOL, das war damals wirklich, da, wo du es gerade sagst, die Werbe-CDs, man konnte die ja irgendwann stocken. Du konntest immer wieder die 30 Minuten und mehrere Stunden. Genau. Das war so krass, ja. Ja, AOL gibt's noch. Die haben noch 20 Millionen Kunden in den USA, okay. Aber echt? Hier in Deutschland hatte ich das nicht krass. Wirklich irgendwie fest. Genauso wie Alice. Du hast eigentlich die Kunden noch. Ich habe eine 4-4-6, glaube ich. Ich musste mal das einmal musste es mal löschen, weil es war dann zu schräg, zeitlang. Weil ich ganz am Anfang hatte ich eine 1, 2, 3, das weiß ich noch. Und dann meine zweite Nummer war 146, aber mehr, 1446. Mehr weiß ich aber nicht. ICQ, ich weiß nicht, ich habe das immer mal wieder auf den Rechner gemacht, aber benutzt nie. Ich glaube, meine letzte Version war sogar die 7er. Das wäre eigentlich mal geil zum Streamen. So, ich tu mal mein altes ICQ mal installieren, log mich dort ein und schreib die Leute an, was denen beantwortet. Wer überhaupt online kommt, sagen wir mal so. Wenn ich meine erste ICQ, die 123 Nummer nehme, da habe ich keine Ahnung, habe ich über 200 Leute drin oder so. Oh, krass. Boah, jetzt denke ich gerade darüber nach. Die ICQ-Spielchen, die waren voll schwer. Aber die waren geil. Die waren lustig. Ja, die waren lustig. Ja, aber ich denke gerade drüber nach, wenn man jetzt so gerade über diese Internet-Provider spricht. Alice und so weiter gibt es ja auch nicht mehr, weißt du? Die haben sich irgendwie nie richtig durchgesetzt. Aber ziemlich lang. Alice hat dich... eigentlich schon. Hat irgendjemand gekauft. Bevor ich die Wohnung von meiner Mutter hier übernommen habe, hatte ich meine eigene Wohnung, hatten wir Alice gehabt. Das waren die einzigen, die da eine 16K-Leitung irgendwie hinbekommen haben. Mhm. Aber seitdem habe ich nie mal was davon gehört, keine Ahnung. Gut, es wurde aufgekauft, da hast du recht, aber ich weiß gar nicht mehr von wem. Ein Kollege von mir hat sogar noch einen Alice-Vertrag. Okay. Weil die halt damals ziemlich günstig waren. Also weißt du, von uns kriegt man keinen besseren als 16.000 hier, dort wo ich wohne. Und der hat halt den Vertrag noch, weil es halt extrem günstig ist. Günstig war es. Du konntest monatlich kündigen halt, ne? Das war halt das Ding, ja. Die, ne? Durften, die dürfen den Vertrag nicht ändern. Die haben nur zwar aufgekauft, aber die alten Verträge heißen halt immer noch Alice. Mhm. Ja, das ist genauso wie mit Handyverträgen. Alte Handyverträge, wenn du noch nach den alten Muster läufst, dürfen sie die auch nicht kündigen. Die müssen sie weiter so anbieten. Stimmt, mit Alice waren viele damals zufrieden. Wollte ich mir auch mal eine Zeit lang holen. Ja, Alice war halt, wie gesagt, cool. Mein erster Anbieter war Planet Intercom, das kennt keine Sau. Mein erster war Telekom. Mein zweiter war Vodafone, was der größte Fehler überhaupt war. Ich weiß gar nicht mehr, mein 26K Modem war das nicht, 56. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich als ersten Anbieter hatte. Ich kann es dir gar nicht sagen, es war auch eine Werbe-CD. Wo das losging mit dem ganzen Internet-Scheiß, haben meine Eltern damals ein Haus gebaut. Und da habe ich dann halt gleich gesagt, ja, dieses neumodische Internet war halt ganz cool so. Und dann haben die gleich gesagt, ja, dann machen wir halt gleich das, was geht. Und dann war ich einer mit der ersten hier im Dorf, die DSL hatten. Also, ja, krass, hast ja richtig Glück gehabt. Ja, gesagt, also ich habe vielleicht eine Woche mit ISDN gesurft und dann hatte ich DSL. Aber wie ist ISDN? Guck mal, ich hatte wirklich ein 56K-Modem und noch nicht mal ISDN. Und da fing es wirklich immer an, dieses Einwahl, damit fängst du ja schon an, ne? Wolltest nachts halt ins Internet, denkst dir, komm, Mama schläft, ne? Gehen wir mal ins Internet. Hm. Und du hattest immer Schiss, ne? Hast wirklich ein Kissen darüber getan, wegen dem Scheißgeräusch, dass deine Mutter waschen wird, weißt du? Super krass. Ja, und dann irgendwann war es ja ziemlich abfuckend, weil man entweder nur Internet oder telefonieren konnte. Ja, genau. Ne? Dass wir uns da halt schlau gemacht haben. Und dann kam bei uns Telekom. Und dann waren wir lange Zeit bei Telekom. Ich hatte halt Klick. Uns kam dann halt dieser Typ da, diese Leitungen ins Haus, also weil ein komplett neu gebautes Haus war, kam halt so ein Telekom-Typ und hat halt gemeint so, ja, was sollen wir denn machen? Und so war halt meine Sekunde da und ich so, ja, ich hätte gern dieses Internet oder dieses Scooter. Und dann hat da mein Eltern gleich übelst teure Scheiß eingeredet und dann hat ich dann zum Glück gesagt. Gott, ja, am Magdeburg. Am Anfang haben sie uns auch versucht, immer die teure Scheiße aufzureden. Nicht. Ja, wie es ist, wenn man sich ein Haus baut und immer ein kleines. Ja. Naja, klar.
Was baut ja für die Zukunft? Das Krasse war halt, dann hatte ich mal ein Modem oder ein Router war das schon. Den hat man per USB angeschlossen, ja. Und dann habe ich mich damals, habe ich immer dieses Star Wars Galaxy gespielt, also so ein Online-MMO. Ja, ich war der einzige Schwule, ja. Aha. Nee, und hab mich immer gewundert, warum meine Verbindung immer so schlecht war. Die anderen haben da so gute Pings gehabt und keine Ahnung was. Und dann haben sie mir halt erzählt, dass dieses USB schon uralt wäre von der Verbindung her, weißt du? Super krass, ja. Okay. Echt lang her. Ja, wenn man da so zurückdenkt, ey, das ist schon Wahnsinn. Internet-Handy-Generation, Wahnsinn. Handys, ja. Welche Nachrichten lösche ich jetzt? Ich habe keinen Platz mehr. Die von deiner Freundin willst du, diese ich liebe dich Nachricht willst du nicht löschen. Die, wo sie mit dem Finger redet, willst du auch nicht löschen. Was lösche ich denn jetzt von der Nachricht? Die hätte ich auch gern gespeichert. Uralt, Serial Bus? Ja, so ungefähr. Ging das mit dem, Dosentelefon? Habt ihr das mal probiert? Wir haben das wirklich mal gemacht. Dann haben wir gezeltet. Geht das? Das geht, ohne Scheiß, das geht wirklich. Schnur total stramm ziehen und du hörst, was der andere auf der anderen Seite sagt. Das hört sich zwar so blechernd an, aber du verstehst es. Und wie weit, Zeuger? Das geht nicht sehr weit. Ich würde sagen, ganz dumm, wenn es hochkommt, 50 Meter, wenn du die Schnur stramm gezogen bekommst. Was, echt? Echt zu weit? Red Bull, auf Dauer langweilig bestimmt. Wir machen das momentan. Lorofu, den du halt gerade hier im Teamspeak hörst, hat sich Fingerkuppe halt verletzt und spielt momentan sehr viele Spiele mit Joypad. Und da kommt halt jeder Euro Truck Simulator 2 halt super, super gelegen. Wird auch jetzt bald, denke ich mal, wieder in eine andere Richtung gehen, hier was Games angeht. Wir haben eben noch drüber gesprochen. Heinz Z1, was weiß ich nicht was. Wir haben so viele Games eigentlich noch. USB. Das Problem ist halt wirklich, ich kann halt nicht klicken, weil es genau dieser Klickfinger ist und genau diese Stelle, wo man halt klickt halt. Hab ich mir da ins Fleisch halt geschnitten oder zumindest ein ziemlich stinkes Haut abgeworfelt. Wenn ich da halt den ganzen Abend so 2-3 Stunden klicken würde, das würde mein Finger nicht mitmachen. Nee, nicht Pirate. Ich war mal bei einer Frau auf Besuch und dann lebe ich erstmal aus der Tasche, bis die ganzen Klamotten halt dreckig sind, ne? Also ich räume die nicht erst wieder in den Schrank ein, sondern lebe da halt gleich aus der Tasche. Ja, und wollte mir halt Socken rausnehmen, die ganz unten drin waren, und greife halt unten rein und da lag halt der Rasierer, ne? Und hab mir halt volles Ballett ein Stück Finger weggesäbelt. Wie gesagt, wir haben eigentlich so eine breite Palette, was Games angeht, von Survivor-Titeln, also Zombie-Survivor-Titeln zu Aufbau-Survivor-Titeln. Dann haben wir auch mal ein paar Action-Games wie Payday 2 oder haben wir eben noch drüber gesprochen, Borderlands haben wir sogar noch am Rechner. Ach Gott, das ist viel. Wir haben sogar noch GTA 5, wo wir jetzt demnächst mal wieder reingucken wollen, weil halt die Updates doch schon ziemlich extrem werden. Wenn ich jetzt überlege, 2 große Updates habe ich jetzt gar nicht groß mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Deswegen wollen wir auf jeden Fall mal gucken, ne? Auf jeden Fall, Red Bull, wünscht dir gute Besserung. Ja, das wird schon. Eigentlich ist es schon gut, aber ich will es halt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Seitdem ich mit Controller spiele, geht es jetzt heimwegs. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mal wieder mit der Maus spiele. Das ist echt krass, was der Körper so macht. Da hat man da echt irgendeine komische Haut drüber gebastelt und jetzt geht es heimlich wieder. Also ich kann damit schon klicken und so. Gute Nacht, Marco. Gute Nacht. So, jetzt hoffe ich, dass ich das ohne Probleme hier einpacken kann. Ich habe einen übelst riesen Tank. Und gute Nacht, Boy. Okay, Dollar. Deutsch, what the fuck. Gute Nacht. Och ne, jetzt musst du auch einen einparken. Fuck you, ey, dann mach hin, komm.
Oh, ich kann nicht mehr sitzen. Ich bin mal zu Tisch, falls ihr denn schon pennt bis morgen. Jo, dann gibt Hunger nicht bei Red. Ja, auf definitiv. Ich, wie gesagt, ich werde die Lieferung hier noch abgeben. Ja, und dann werde ich auch. Dann bin ich auch weg. Dann werde ich mal gucken, ob das Fenster aufreißen vielleicht jetzt was bringt. Genau, am besten um deine Frau zu wecken. Geh einfach rein, rum auf. Ja, aber schön, dass ihr auch eigentlich ziemlich schräg seid. 13 Leute, die mal früh um 4 oder dann halb 5 wieder zuschauen. Geht ins Bett, Leute. Fast kurz vor 5. Mach jetzt meine Stimme weg. Mann. Oh, ich hoffe, das funktioniert immer auf Anhieb. Ich hab auch keinen Bock jetzt mal auf die Geschwindigkeit zu achten. Ich rauche jetzt einfach durch. Und der dann auch gute Nacht, Raffles. Was mal auf jeden Fall, ich jetzt auf jeden Fall noch guck rum, oder was wir noch machen. Hast du da noch? Wie lange hast du noch? Ich bin Teuer. Da, ich versuche gerade einzupacken. Ich muss schauen, ob der Ami von gestern noch online ist. Und den müssen wir beide hosten. Das können wir machen. Der ist so spitze, der Typ. Ohne Scheiß, der hat zwar erstmal 90 Follower. Aber wenn da genau so weitermacht, wird er eine ganz große Nummer. Ja, das der ist so witzig ich und das ist so unterhaltsam. Hm. Das Spiel hat alleine Counter-Strike gespielt und hat so die ganze Zeit geredet und Scheiß gemacht und so. Ich dachte, das ist so schräg. Ja, ist er? Perfekt, perfekt. Dann hosten wir den gleich. Ja, das ist spitze. Wie heißt der Typ nur aus dem Kopf, weißt du das? Nee, weiß ich nicht, Raffles? Wenn ich Raffles nicht hätte, ich werde den verloren, ne? Ich könnte den Stream dicht machen. Und jetzt sagt er, ich muss bloß noch einparken. Ich bin okay, zu blöd dafür, weg. Das ist Wahnsinn. Ich krieg die Scheiße nicht hin. Ja, hub nicht, mach mich nicht nervös, ey. Lass mich in Ruhe. Nicht so ein Pro wie du. Typ. Mein Raffles. Du kannst den immer haben, aber wenn ich streamen, musst du mir ein Stück abgeben. Like my account? Was für ein Account, Laura? Crimson-Wolf. Crimson-Wolf. Wie gesagt, ich folge jetzt noch einen und dann gehen wir da mal hin. Ja, wenn ich das der Typ ist so spitze. Ja, ich muss erstmal hier wegen rangieren. Oh Gott, natürlich wieder falsch. Hi, Audi. Ich... Doro, du musst mal mit Yarina fahren. Wer ist Yarina? Jedes einzelne Stück. Du musst zwei Raffles Aufgaben übernehmen. Das darf nicht wahr sein, ich bin so blöd. Immer klappt es, glaube ich, echt gut. Glaube ich. Nee, ich glaub's nur. Das macht dir den Vorwärtsgang nicht rein. Hallo. So. Will ich nochmal eine Runde drehen? Grün, perfekt. Diese Streamerin immer so ab 17 Uhr. Ja. Gucken wir uns das gleich mal an. Wir machen jetzt das mal aus hier. So. Warum geht es jetzt nicht? Hallo, Taste. Ach so geht's. Moment. Lass mal kurz speichern. Nee, jetzt brauchen wir nicht. Wir machen das. Speichern. Mehr wie heißt gerade Red Bull aus mir. Ich habe hier richtig Bullenhitze drinne. Controller weg.
bin leider nur Bergis Assistentin. Ja, dann, das funktioniert ja nicht, wenn du jedes Stück brauchst und dann nur Assistentin bist, dann macht da keiner mehr was, ja, außer ich. Und das ist anders so halt. So. Tun wir uns erstmal die süße Streamerin. Wie hieß er nochmal? Janina 90. Hier. Auch du, falsche Knopf. Hat gerade nur zwei Zuschauer. Warte, wir gehen sofort hin. Wartet mal ganz kurz, wir müssen noch die Zuschauerin anschauen. Die Janina 90 anschauen da. Und dann gehen wir zu dem Typ, weil der ist echt witzig. Ohne Scheiß, ich spreche diesen Auftrag gleich ab. Das ist doch behindert. Hat die Übertragung drin? 25 Follower? Kein Bild. Hat kein Bild. Übertragung? Hat sie auch nicht. Über mich? Ich bin 20 plus. Weiß ich, da steht 90. Mit 20 plus, sag ey. Regeln, Spielzeit, Spenden, sonstiges. Ja, okay, ich folge da einfach mal. Vielleicht gucke ich es mal an. So. Pass auf, so jetzt gebe ich euch gleich einen Link. Dann den guten Mann mal hosten. Ja klar, jeder fängt klein an. Um Gottes Willen, ich bin auch noch klein. Ich habe gerade mal kurz vor 400 oder so. Ja, Warum weiß ich und der gleich Typ, so? den wir, und den Typ, den wir jetzt, den ich jetzt hoste, der hat viel Geld verdient. Der hat, oh Gott, keine Ahnung. Wenn ich es könnte, ich würde eine 2.000-3.000 Euro schenken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Er spielt Guild Wars. Guild Wars, eigentlich auch ein altes Spiel, aber geil immer noch. Genau, so heißt So, das wird was, das wird was. er. Also dann, Leute. Ich wünsche euch was. War wieder cool mit euch. Hat mich gefreut. Vielleicht bis zum nächsten Mal, heute Abend vielleicht wieder. Ja. Okay, wenn ich jetzt niemanden hosten würde, dann wisst ihr ja, was ich sagen würde, ne? Könnt das Internet jetzt ausmachen, besser wird's nicht. Aber bleibt noch 10 Minuten bei dem. Wie gesagt, er hat's verdient. Ein ziemlich cooler Typ. Ich fahre wie so ein Ne? letzter Honk, ehrlich gesagt. Leute, haut rein, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Tschüss. Juhu. So, jetzt mache ich Ja, hier ist noch ein scheiß Schluss bei Spiel, aber egal. dir. So, jetzt muss ich gleich noch gucken. Wie hieß der Typ nochmal? Wir sind Wolf. Crimson unterstrich Wolf, ne? Werde ich mal gucken. Bufford. Heißt der Bufford? Crimson unterstrich Wolf. Mal gucken. Hä, bei mir ist einer. Nee, das ist der gar nicht. Die bist bei mir. Ach, weil ich euch hier Scheiß lädt. Ich finde den nicht. Euch wieder anhalten. Hallo. Moin, moin. Lora, hast du vielleicht mal einen Moment, Direktlink für ich mich? bin leise. Ja, mach ich. Warum seid ihr so leise? Hä? 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 Wir sind nicht leise, wir Ich weiß reden hier nicht, wir sind immer. nicht leiser. Okay, keine Ahnung. Lora Hat er hat was gesehen bei gesagt gehabt? dem. Ja, er hat klar, dich begrüßt und sein Support meldet. Lofu, what the hell, what are you watching this crap for? Thanks for the host. Voll krass. Be sure to follow Lofu at Twitch Lofu. Also der Bot ist cool. Der meldet quasi, woher du kommst quasi. Der ist a kinda sorta cool. Das ist krass, cool. Hallo Romiat. Moin, moin. Ey, warum findet ihr denn bei mir denn nicht? Warte, ich hab den Link Ach bei so, Loro reingehauen. Ich kann dir warte, auch ich schmeiß ihn geben. ins TS. Ja, aber normalerweise müsste der ja bei mir auch direkt angezeigt werden, wenn ich ihn auf Suche Hier. gehe, oder? Jo, dank dir. Das heißt, wir kommen wegen dir, wie kann? What?
Scheiße, was heißt, wir kommen wegen dir und nicht wegen dem Spiel. Oh ja, hier, for you, oder, doch, kann man so schreiben, oder? Heute bei der zu arbeiten, ja, es wird krass, am Samstag wird es bei uns noch krasser, halt. Uns sind 40 Grad angesagt, Red Bull. Auf jeden Fall, Leute, ich hau jetzt den, Host hier rein. Kann ich das eigentlich auch per Chat hier machen, müsste ohne Probleme gehen, ne? Ne. Wo war jetzt auch noch online, oder? Ne, der war aber online, okay. / Host. Da ist er doch. Jungs, ihr werdet jetzt auf jeden Fall gleich bei mir auch einen netten USA-Typen sehen. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich denke mal, gegen heute Abend irgendwann werden wir auch wieder streamen. Und bis dahin sage ich einfach noch viel Spaß bei dem guten Mann und danke fürs Zusehen. Ich wollte mir so eine Runde hinlegen. Jetzt war ich gerade eben draußen gesessen mit dem Handy. Das ist so krass. Hab's draußen. You don't have permission to do this Edge-Dingens. Ich kann nicht hosten. Warum kann ich nicht hosten? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, das hat er wieder gesagt. Das hat er wieder gesagt. Das gleiche wie gestern. Ich tue das, was ich kann. Ja. Okay.